Diese Woche bei DVS TV. Technologieberatung vor Ort. Design meets Technology. Schweißtechnik erobert die Formel 1. Ich freue mich, dass ich Sie wieder bei DVS TV begrüßen darf. Dass die Schweißtechnik eine komplexe Technologie ist, brauche ich an dieser Stelle wohl nicht zu erläutern. Dass die Vielfalt der Verfahren und deren Komplexität insbesondere die Anwender vor Probleme stellt, ist Ihnen sicherlich auch nicht neu. Darauf reagieren zunehmend auch die Hersteller und bieten Beratung vor Ort an. Herr Lagnati, das Vertriebs- und Technologiezentrum in Weinheim ist ja eigentlich dazu da, die Kunden zu unterstützen und Lösungen zu finden, anwendungsorientierte Lösungen. Richtig, wir bieten, das ist unsere Philosophie, wir bieten alles aus einer Hand. Wir verantworten über die ganze gesamte Prozesskette, sprich Prozess, sprich Traktor, sprich Zusatzwerkstoffe, Schweißbrenner und alles, was dazu gehört. Ein Ansprechpartner für eine Lösung. Im Mai wurde ein weiteres Technologie- und Vertriebszentrum von EWM eröffnet. In Rathenow wird ab sofort die Region zwischen Magdeburg und Berlin vor Ort beraten. Geboten wird ein Full-Service rund ums Schweißen. Dazu gehören Schweißgeräte und Brenner für alle Lichtbogenschweißverfahren, Automatisierungs- und Mechanisierungsprodukte, Schweißzusatzwerkstoffe und Verschleißteile sowie Arbeitsschutzausrüstung und schweißtechnische Handelsware. Darüber hinaus gibt es einen Reparatur- und Wartungsservice für alle Fabrikate. Und natürlich stehen im Technologiezentrum die Experten zu allen Fragen des Schweißens zur Verfügung. Versuchsschweißungen zählen auch dazu. Stilvolles und zweckgebundenes Design, das waren die Vorgaben bei der Entwicklung der neuen Stromquellenreihe von Kempi. Dies wurde offensichtlich konsequent umgesetzt. Erst kürzlich wurde die Produktreihe mit dem angesehenen internationalen IF Product Design Award ausgezeichnet. Der in Deutschland vom Verein Industrieforum Design jährlich durchgeführte Wettbewerb ist seit über 60 Jahren einer der weltweit bekanntesten. Eingereichte Produkte werden von internationalen Designexperten geprüft und bewertet. Das Design der Kempakt-Reihe ist auf den Benutzer fokussiert, vom LCD-Bedienpanel in Hüfthöhe bis zur innovativen Rahmenkonstruktion, den Staufächern und der LED-Beleuchtung des Gehäuses. 11 Modelle umfassen Stromquellen von 180, 250 und 320 Ampere sowie die Auswahl zwischen regulären und adaptiven Bedienpanelen. Übrigens, Kempi hat eine Sponsorenvereinbarung mit Williams, einem der führenden Teams der Formel 1, unterzeichnet. Das Kempi-Logo ist auf der Heckflosse des Williams Renault und auf dem Gürtel des offiziellen Reservefahrers Valtteri Bottas zu sehen. In der nächsten Woche sind wir wieder mit aktuellen Themen für Sie da. Ich freue mich auf Sie.